Und mit diesem Unsinn glauben Sie, Ihren Sohn finden zu können. Herr Kupser ist ein ausgewiesener Fach. Ja, ja. Er legt seit vielen Jahren Karten, hat dabei unter anderem das Rätsel um eine vor 10 Jahren verschwundene Rentnerin gelöst. Ja, die Karte der Schifffahrtsgesellschaft. Zwar wurde die Leiche noch nicht gefunden, aber selbst die Wasserschutzpolizei geht davon aus, dass die Rentnerin ertrunken ist. Es gibt eine Verbindung zwischen dem Toten im Wald und Ihrem Sohn. Weshalb lassen Sie mich nicht weiterarbeiten? Dass dieser Privatdetektiv hier nichts taugt, das hat er bewiesen. Oh. Ich aber habe eine Leiche gefunden. Unser Klient bestand darauf, dass wir für ihn ausgearbeitet hatten. Frau Kreis verließ wütend das Haus und auch ich verzog mich mit einem leisen Fluch auf der Lippe. Mein Ehrgeiz war angestachelt, so sehr, dass mir sogar ein Gang ins Polizeipräsidium nichts anhaben konnte. Üble Sache, Maloney. Ein braver Angestellter der Gemeinde Grünwiel, verheiratet, keine Kinder, ein unbescholtener Bürger, ein richtiger Biedermann. Auf den ersten Blick. Wir aber schauen zweimal hin, Maloney. Und was haben Sie beim zweiten Blick gesehen? Aus der Gemeindekasse wurden in den vergangenen Jahren mehrere 100.000 Franken unterschlagen. Der Biedermann hat diese Unterschlagungen nicht nur vertuscht, nein, wahrscheinlich hat er den Betrug begangen. Das ist ein Motiv, Maloney. Sie glauben, dass der Mann von den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Grünwiel ermordet wurde? Ein Auftragskiller aus Russland. Das kommt immer häufiger vor. Sie haben ein Buch gelesen. Das steht doch alles im Internet. Sie sollen sich auch endlich einen Computer und einen Internetanschluss anschaffen. Es gibt doch mittlerweile günstige Kurse für Senioren. Im Internet könnten Sie auch eine Kontaktanzeige aufgeben. Privatdetektiv mit Flasche leer sucht Frau mit ähnlichen Hobbys. Ich blieb ruhig, zählte innerlich auf 10 und fragte ihn nach dem Namen des Gemeindeangestellten. Der Biedermann hieß tatsächlich Biedermann. Und als er noch lebte, wohnte er in einem biederen Häuschen in der biederen Gemeinde Grünwiel, die ich aus älteren Fällen in schlechter Erinnerung hatte. Ich fuhr am nächsten Morgen trotzdem hin und wurde von einer keineswegs biederen Witwe empfangen. Ich werde zu meiner Schwester in die Staaten fliegen. Hier hält mich nichts mehr. Viel früher hätte ich mich dazu durchringen sollen. Aber man möchte den Schein wahren und so tun, als sei alles in bester Ordnung. Sie wussten von den Verfehlungen Ihres Mannes. Ich ahnte, dass etwas nicht stimmt. Und mein Mann machte Andeutungen. Was für Andeutungen? Weshalb sollte ich mit Ihnen darüber sprechen? Nun, ich bin Single, trinkfest und der erfolgreichste Privatdetektiv der Stadt. Ich habe 8 Jahre mit einem Biedermann zusammengelebt, glaubte ich. Doch vor ein paar Jahren wurde mir klar, dass der biedere Mann so bieder gar nicht ist. Er ist fremdgegangen. Nein, dazu war er zu feige. Aber er lebte ein Doppelleben. Biedermann und Brandstifter. Wie kommen Sie darauf? Sie sind ja richtig gut. In meiner Jugend konnte ich mir kein Moped leisten, deshalb las ich Bücher, die andere in den Müll schmissen.